Hallo und herzlich willkommen hier wieder zurück zum nächsten Part. Und irgendwie komme ich da nicht rüber. Fragt mich bitte nicht, warum. Ha, geht doch. Oh, da sind wieder ein paar Eier. Sagen wir mal wieder, da waren Eier. Ha. Wunderbar, haben wir die Shotgun endlich auch mal wieder benutzt. Oh je. Ja, das haben sie jetzt schön getrickst, wie wir hier hochkamen. Eieiei. Bleib wo du bist, elender Wurm. Die Anneliden haben mich zum letzten Mal herausgefordert. Wir können die von Braun nicht abtrennen. Schau zu. Die Masse ist zu massiver Größe angewachsen. Sie hat sich um die beiden Schiffe herumgewickelt, sodass sie nicht getrennt werden können. Ihre Erschaffung war mein Fehler. Fehler. Ihre Vernichtung wird mir ein Vergnügen sein. Sieh dir die Masse an. Sie hat das Fleisch der Biomasse zu ihrem Wachstum benutzt. Da schaust du vor meinen Kreaturen, Insekt. Jetzt aber ist es an der Zeit, diesen Fehler auszumerzen. Hinten auf der Brücke gibt es eine Rettungskapsel. Fliege damit in das Innere des Wurms. Ah ja. Fliege mit einer Rettungskapsel in das Innere des Wurms. Sag mal, hast du sie noch alle? Ah, da kommen irgendwelche komischen Scheißviecher. Muss ja weg. Ah, ich hasse Fliegen. Könnten unter Umständen jetzt weg sein. Nein. Ah, weg mit euch. Oh shit. Ich werde dich nicht noch einmal bitten. Gehe in die Masse. Ah, da sieht man. Schneide ihr Herz heraus. Und zur Belohnung darfst du deine Existenz fortsetzen. Wenn du versagst, werde ich dein ekliges, ineffizientes Dasein beenden. Ah ja. Bescheuerte Tusse. Bewegungstempo könnten wir erhöhen. Pharma, Metabolismus. Uch, ich glaube, da ist gar nichts mehr so sonderlich wichtig. Dann nehmen wir einfach mal die Trefferpunkte, die 5. Die helfen mir noch ein bisschen. Gehen wir kurz hier rein. Haben wir uns die Sachen. Stationskameras könnte man hier hacken. Kostet 15. Und funktioniert natürlich mal wieder nicht. Obwohl wir das Hacken geskillt haben, ist doch zum Kotzen. So, Kamera weg. Irgendwo hier sind Spinnen. Wahrscheinlich unter mir. Wow. Wow. Dämliches Riesen-Rumpler-Ding, ey. Als ob du einen Schuss gegen mich hättest. Bist zu langsam. Na komm her, Rumpler. Zu langsam. Ach, da kommen richtige Insekten. Oh, shit. Ihr seht das da vorne? Dicke Laserdinger wieder. Oh shit. Munition verbraucht, ist korrekt. Gibt's jetzt nur noch Brandmunition. Ich würde auch gerne mal wieder irgendeine Energiezelle. Oh. Ich bin intelligent manchmal. Ich habe doch Energiezellen zum Aufladen dabei. Ach ja.
So viel zu dem Thema. Gut, das hätten wir auch. Okay, mal hier noch Update-Tools. Irgendwas noch verbessern. Standard-Waffenschaden. Ja, klar, machen wir hoch. Laserschaden. Klar. Her damit. Da noch ein bisschen was. Holla, die Waldfee. Das ist immer geil hier. Auf dem Schiff. Ist nur die Frage, die Brücke. Gehen wir auch mal noch kurz ein bisschen gucken. Sieht auch noch ganz nett aus. Aber man sieht wirklich, dass dieses Ding da komplett durchgewuchert ist. Also, das Teil in ihrem Schützkasten hängt. Escape Pod ist da unten. Das heißt, auf der anderen Seite geht es noch irgendwo hin. Geht es da rein? Da geht es nämlich hoch. Ah, noch so ein kleiner Lagerraum anscheinend. Planeten. Federn. Und vielen, vielen Dank. Den Würmern ist, glaube ich, gar keine so schlechte Idee, wobei wir haben da einige. Ich glaube nicht, dass wir die überhaupt noch benötigen werden. Es reicht, passt. Gehen wir dann mal zum Terminal. Alter, wir haben mehr als genug Munition für alles, ey. Das ist der Wahnsinn. Kann immer schön hier alles upgraden. Was? Wartung von 4. Okay. Aber einen Granatwerfer kann ich. Geil. Das ist doch nicht wahr. Egal. Das Ding ist eh cooler. Und hat deutlich mehr Munition. Ja, komm schon. Komische Halluzinationsspinnen. Oh. Das sieht übel aus. Und aktivieren. Wow. Okay, schade. Das hätten sie als Sequenz machen müssen. Wir sind jetzt in dieses Geschwür, dieses Gewurm reingerast. Da sehen wir die Ausmaßen des Schadens. Okay. Das, Alter, wie geht's? Geil. Die Masse hat hier die Kontrolle. Selbst ich kann keinen Kontakt aufrechterhalten. Du bist jetzt auf dich selbst gestellt, Menschling. Enttäusche mich nicht. Okay. Auf mich selbst gestellt, warum nicht? Was ist das? Ich schieß lieber immer schon auf alles. Da ist sogar noch ein PDA. Eines der fliegenden Wesen schleppte mich und David letzte Nacht hierher. Ich erinnere mich kaum daran. Ich muss es wohl verdrängt haben und war die meiste Zeit bewusstlos. Ich erinnere mich an die Szene in Pinocchio, weißt du, wo der alte Mann nach der Puppe sucht und im Bauch des Wals landet. Allerdings glaube ich nicht, dass jemand hierher kommen wird, um mich zu retten. Hm. Das ist wohl wahr. Na komm schon. Irgendwie ist die Spinne gerade leicht und verwundbar. Was ist denn mit dem Vieh los, ey? Mann. Jetzt schalten wir das ordentliche Gewehr. Schrottkugeln rein. Wir laden dich ein, dich in unsere Wärme aufgehen zu lassen. Bald wird einer aus unserer Masse dir beistehen. Nee, danke, ich verzichte. Ich weiß auch nicht, wo ich lang muss. Deswegen gehe ich jetzt erstmal hier runter. Wasser. Ah, ja. Oh, okay. Dann wieder so ein. Shit. Okay, ich muss mich daran erst gewöhnen. Gehen wir nochmal da runter und machen dieses komische, eklige Viehblatt. So, es wäre tot. Aber wieder nur so eine Hallo. Jetzt ist es wirklich tot. Gut, jetzt hat es mich nochmal attackiert. Ich werde erst das Ding unten killen.
Ja, jetzt weiß ich, dass es gleich stirbt. Okay. Das Ding ist stark. Ich habe 20 Lebenspunkte und das macht mich mit 2 Schuss kaputt. Bin aber auch ein bisschen selber dran schuld. Hätte ja gar nicht so nah ran müssen. Ich krieg immer noch Upgrades-Tools. Leute, ist doch okay. Es geht doch jetzt gegen Ende. Brauchen wir doch nicht mehr. Da wieder so ein Organ von den Dingern. Dann geht's hier hoch. Und hier raus. Und hier weiter. Und ich bin wieder hier am Anfang. Korrekt. Und wo geht's hier hin? PDA. Da geht's wahrscheinlich weiter. Schauen wir uns kurz hier an, wo es ins Schiff wuchert. Vielleicht ist da was zu finden. Ja, außer Insektenschwärme. Wohl anscheinend nix. Nee, Quatsch. Klar ist da was zu finden, aber... ist jetzt blöd. Komm rein da. So lange gespart und gewartet. Jetzt muss ich unbedingt einfach die ganzen Sachen benutzen. Da ist auch noch ein Verkaufsautomaten. Warten wir gerade, bis die Flieger weg sind. Heilen uns mit dem Implantat. So, gehen wir Würmer essen. Teilen uns mit denen mal eine Runde, wenn wir da reinkommen. Würmer heilen. Sehr schön. Hacken. Okay, könnt ihr vergessen. Ich hab vom Hacken echt die Schnauze voll. Bitte treffen Sie Ihre Auswahl. Ja, da gab es ein paar Sachen zum Kaufen, brauche aber ja eigentlich gar nichts. Dann gehen wir hier vorne weiter. Haben Audiolog. Inzwischen bin ich davon überzeugt, dass diese Masse, wie sie sich selber nennt, tatsächlich ein zentrales Nervensystem besitzt, was bedeutet, dass sie irgendeine Art Zentralsteuerung besitzen muss. Deshalb habe ich so viele Waffen wie möglich gesammelt und sie in geheimen Lagern versteckt. Eine der Bestien hat ein Lager entdeckt und es offenbar mit Nahrung verwechselt. Es hat die Waffen einfach in den Quarantäneraum gebracht. Okay. Die Arterienwege werden durch eine Art Schließmuskel blockiert. Ich habe die Nerven verfolgt, die an dieser Stelle aus den Wänden hervorkamen. Sie führen zu 2 Nervenknoten. Wenn der Durchgang geöffnet wird, scheinen sich die Knoten zusammenzuziehen. Ich vermute, dass die Zerstörung der beiden Knoten den Durchgang permanent öffnen würde. Ich würde gern den Rest dieses Monstrums sehen. Wow, okay. Da ist die Virenwaffe. Da haben sie sich schon tatsächlich ganz schön weit vorgewagt. Ja. Würde mal sagen, hier machen wir einfach mal im nächsten Part weiter. Bis dann, Leute.